Hallo, liebe Mädchen und Jungen. Hallo, liebe Kinder. Wir sind wieder da mit einem Gottesdienst. Ihr seht, dass die zweite Kerze am Adventskranz brennt. Und das ist auch wieder ein Abendgottesdienst. Das ist einfach sehr schön, weil ja, da kann man die Lichter besser sehen. Und ja, Licht ist im Dunkeln immer schön. Es sorgt für Sicherheit und Wärme. Und daher wollen wir uns genau darauf heute besinnen. Wir haben das letzte Mal von Elisabeth gehört, die trotz ihres hohen Alters einen Sohn bekommen hat oder einen Sohn bekommen soll. Heute hören wir von einem Mädchen, das auch von einem Engel, wieder vom Engel Gabriel besucht wird und das auch einen Sohn bekommen soll. Seid mal gespannt darauf. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, der die Welt und uns geschaffen hat. Im Namen seines Sohnes, Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und im Namen des Heiligen Geistes, der dafür sorgt, dass wir in Frieden miteinander leben können. Amen. Wir haben das letzte Mal die erste Strophe von Wir sagen euch an den lieben Advent gesungen. Und heute singen wir die erste und die zweite Strophe. Sollen wir die Strophe nicht vorher noch ansagen? Ja, das können wir machen. Ja. Wir sagen euch an, den lieben Advent, seht, die erste Kerze brennt. Wir sagen euch an, eine heilige Zeit, machet dem Herrn den Weg bereit. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der Herr. Ja, dann singen wir die. Seht, die zweite Kerze brennt. So nehmet euch eins um das andere an, so wie der Herr an uns getan. Wir sagen euch an den lieben Advent, seht, die zweite Kerze brennt. So nehmet euch eins um das andere an. Jetzt hören wir die Geschichte. Als Elisabeth im sechsten Monat war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in Galiläa zu einem jungen Mädchen namens Maria. Es war verlobt mit einem Mann namens Josef. Ein Nachkommen Davids. Der Engel kam zu Maria und sagte: Sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir. Er hat dich zu Großem ausersehen. Maria erschrak über diesen Gruß und überlegte, was er bedeuten sollte. Da sagte der Engel zu ihr:
Hab keine Angst. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott der Herr wird ihm das Königtum seines Vorfahren David übertragen. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs regieren. Seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen. Maria fragte den Engel: Wie soll das zugehen? Ich habe doch mit keinem Mann zu tun. Er antwortete: Gottes Geist wird über dich kommen. Seine Kraft wird es bewirken. Deshalb wird man das Kind, das du zur Welt bringst, heilig und Sohn Gottes nennen. Auch Elisabeth, deine Verwandte, bekommt einen Sohn, trotz ihres Alters. Sie ist bereits im 6. Monat und man hat doch von ihr gesagt, sie könne keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich will ganz für Gott da sein. Es soll so geschehen, wie du es gesagt hast. Dann verließ sie der Engel. Ihr Lieben, seht, wir haben das Licht ausgemacht, dass wir die Kerzen noch viel besser sehen können. Das ist ja interessant. Letzte Woche haben wir von Elisabeth gehört, die trotz ihres hohen Alters schwanger geworden ist und die einen Sohn bekommen soll. Und jetzt hören wir von einem jungen Mädchen, Maria, die soll auch schwanger werden und einen Sohn bekommen, der Jesus heißen soll. Merkt ihr was? Jetzt wird's ernst. Wir gehen auf Weihnachten zu. Und Weihnachten ist der Geburtstag von Jesus. Und der Engel kommt zuerst zu Elisabeth und dann zu Maria. Und sagt beiden, dass sie Söhne bekommen sollen. Bei Elisabeth scheint dies unmöglich, weil sie zu alt dafür ist. Und bei Maria ist es genau umgekehrt. Sie ist noch sehr jung und ist mit Josef verlobt. Dieser Josef, der ist ein Nachkomme des großen Königs David. Und Maria fragt: Wie soll denn das gehen? Viele von euch wissen schon, wie das ist, wenn man Kinder bekommen will. Aber bei Maria war es anders. Der Engel sagt: Gott wird dafür sorgen, dass du Jesus zur Welt bringen kannst. Und Maria glaubt dem Engel. Sie sagt: Ich will für Gott da sein. Wenn er schon mich ausgewählt hat, dann will ich ihm auch vertrauen. Und das ist das Schöne daran, dass beide Frauen, Elisabeth und auch Maria, Gott voll und ganz vertraut haben. Und der Engel sagt zu Maria auch noch: Denk daran, für Gott ist nichts unmöglich. Selbst was wir nicht für möglich halten, kann Gott tun. Und das hat er getan bei beiden Frauen, bei Elisabeth und Maria.
Darauf warten wir ja auch. Wir warten auf Weihnachten, auf den Geburtstag von Jesus. Und dieser Geburtstag hätte nicht stattfinden können, wenn Gott dieses Wunder nicht getan hätte. Und diese beiden Jungen, Johannes und Jesus, die stehen ja auch noch in einer Beziehung zueinander. Wie ihr vielleicht wisst, hat Johannes das Kommen von Jesus angekündigt. Davon haben wir im letzten Jahr im Advent gehört. Vielleicht könnt ihr euch diese Andacht nochmal raussuchen und die Geschichte noch einmal hören. Und dadurch, dass diese beiden in Verbindung stehen, ist es eigentlich noch schöner, diese Geschichten zu hören. Weil wir wissen, der eine hat den anderen sozusagen angekündigt. Und wenn wir auf Jesus warten, dann können wir das voller Freude tun. Weil Jesus, genau wie die Kerzen, die wir jetzt sehen, unser Licht ist, das im Dunkeln für uns leuchtet und das uns trösten und beschützen will. Amen. Amen. Darum singen wir jetzt auch das Lied "Tragt in die Welt nun ein Licht". Das kennen einige von euch mit Sicherheit schon. Tragt in die Welt nun ein Licht. Sagt allen, fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb, groß und klein. Seht auf des Lichtes Schein. Und da können wir nachher, nach der ersten Strophe, können wir Worte einsetzen. Das werden wir dann auch tun. Der übrige Text bleibt immer der gleiche. Einsetzen könnt, spult einfach das Video zurück und lasst es nochmal ablaufen und dann, ja, dann könnt ihr eure Fantasie freien Lauf lassen. Wir wollen mit Jesus sprechen, indem wir zu ihm beten. Bereit sind meine Augen und meine inneren Augen. Bereit sind meine Ohren und meine inneren Ohren. Bereit ist mein Mund, der zu dir spricht.
Bereit sind meine Hände, die ich anderen reichen möchte. Bereit ist jetzt auch mein Herz. Ich bin jetzt bereit für dich, Jesus. Wir machen unsere Augen zu und beten. Ja, Jesus, der Engel hat es gesagt. Der Engel hat es deiner Mutter angekündigt, dass du geboren werden sollst. Dass du in unsere Welt kommst, damit wir keine Angst haben müssen, damit wir getröstet werden, wenn wir traurig sind, damit wir lachen können, wenn wir fröhlich sind, damit wir zu dir kommen können, wenn wir deine Hilfe brauchen. Wir bitten dich für alle unsere Eltern, unsere Freundinnen und Freunde, Oma und Opa, alle unsere anderen Verwandten, für unsere Schulen und Kindergärten. Lass es ihnen allen gut gehen in dieser Zeit. Gib, dass niemand krank wird und gib, dass wir ja wirklich alle auf uns aufpassen. Es ist schön, dass wir dir alles sagen können, dass du immer für uns Zeit hast. Dafür danken wir dir. Und jetzt wollen wir so zu dir beten, wie du uns beigebracht hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zum Schluss wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Der Herr sei über uns wie die Sonne und der Mond. Der Herr sei hinter uns, dass wir keine Angst haben müssen. Der Herr sei rechts und links neben uns, dass wir spüren, dass er da ist. Der Herr sei vor uns, dass wir den richtigen Weg finden. Und der Herr sei unter uns, dass wir nicht über Steine stolpern. So segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Wir wünschen euch einen schönen zweiten Advent und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.